Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal ein bisschen anders. Und zwar habe ich mir gedacht, da bald Vollmond ist, am 28. Möchte ich gerne für dein Sternzeichen eine Vollmondlegung machen und schauen, welche Botschaften für dich reinkommen. Der Vollmond findet im Sternzeichen Stier statt. Der Stier ist ein Erdelement. Also es kann sein, dass es momentan bei allen so ein bisschen um die Karriere, ja, um die Finanzen, das Zuhause, Familie, um die Liebe geht. Und der Stier ist aber ein sehr hartnäckiger und geduldiger Typ. Und ich weiß, dass momentan glaube ich, bei allen Sternzeichen sehr viel los ist. Also man muss auch viel Geduld, also man musste viel Geduld aufbringen. Ich sage bewusst musste, weil ich das Gefühl habe, beim Vollmond geht es jetzt eben darum, dass sich jetzt endlich das Resultat zeigt, worauf du gewartet hast. Und ja, und da hat es eben viel Geduld gefordert. Und ja, der Stier wird von der Venus regiert, sowie von der Waage auch. Und die Venus ist eine weibliche Kraft. Also sie steht für die Empfänglichkeit, die Situation so anzunehmen, wie sie gerade ist, aber darauf auch zu vertrauen, dass sich das ergibt. Und sie steht natürlich auch für die Schönheit, für die Liebe und die Harmonie. Und hier wird wirklich so das Zusammensein groß geschrieben. Und dann schauen wir, welche Botschaften für dein Sternzeichen reinkommen. Willkommen zu deiner Vollmondlegung, lieber Skorpion. Wir schauen gemeinsam, welche Botschaften für dich, für den Vollmond reinkommen. Und was es momentan geht bei dir. Skorpion. Lieber Skorpion, für den Vollmond. Für den Vollmond, Skorpion. Okay, also. Für den Skorpion, welche Botschaften kommen für dich rein, Skorpion? Zehn der Schwerter, ja. Der Vollmond bringt immer einen Abschluss und gleichzeitig einen Neuanfang. König der Münzen, Neun der Schwerter, Page der Schwerter, Neun der Stäbe, das hat sich vorher genau auch bei der Waage sich so zeigt. Die Neun der Stäbe waren in der Mitte. Page der Stäbe, also ich sehe hier, ups, ui, der Eremit, ja, der Skorpion sucht und hinterfragt sich immer die Situation. Okay, was haben wir hier? Zwei der Stäbe. Und vorher bei der Waage haben sich die zwei der Schwerter gezeigt. Okay, also, lieber Skorpion, ich sehe hier einen Abschluss. Und der Mond, also der Vollmond. Bei Skorpion, sie sind immer so tiefgründig. Du bist auch ein Wasserzeichen. Du spürst vielleicht auch die Energie, dass du hier vorwärts machen möchtest. Auch also ich sehe hier in der Vergangenheit oder momentan hast du dich vielleicht ein falsches Ziel gesetzt. Und auch du hast hier beobachtet, hast aber erkannt, dass du vielleicht finanziell nicht stabil bist, dass du nicht gerne deine Karriere machst, also dass du nicht gerne deinen Beruf auslebst, was du momentan am Arbeiten bist, oder einfach zu Hause und dass du hier dir wie Sorgen und Gedanken gemacht hast. Du hast dich hier hinterfragt, ja, was erfüllt mich eigentlich, oder? Und ich glaube, du hast selber an dir gezweifelt, ob es das Richtige war. Weil ich sehe, mit dem Eremit versuchst du hier oder hast hier versucht,
die Situation zu analysieren und zu hinterfragen, ja, was war die Ursache und was ist die Wirkung davon. Und die Sache hat schon auch Schmerzen mit sich gebracht, weil ich glaube, du hast hier mit dem Page der Stäbe hier wie finanziell oder einfach dich für Sachen begeistert und warst du somit auch risikofreudig. Also hier hattest du Spaß, aber also es hat dir keinen stabilen Boden unter den Füßen gelegt, so dass du mit dir selber nicht wirklich sicher warst. Okay? Du konntest hier nicht wirklich auf etwas aufbauen. Das kann ich gut verstehen. Ich bin im Sternzeichen Skorpion, aber es gilt für alle Skorpione. Okay? Und ich sehe, die 9 der Münzen ist eine unabhängige Karte, eine Glückskarte sozusagen. Aber ich glaube, du hattest wie zu viel von etwas, dass du es nicht vielleicht so geschätzt hast. Und eben, dass du wie risikofreudig warst und ja, Geld ausgegeben hast, vielleicht sinnlos, vielleicht hat es in dem Moment etwas gebracht, aber wenn du so langfristig schaust, dann ja, war das nicht wirklich stabil. Es war einfach überflüssig. Und die ganze Sache hat dir, du hast hier erkannt, oder zumindest erkennst du es jetzt eben mit dem Stier, dass du hier auch Erfolg haben möchtest in deiner Karriere, aber auch zu Hause, dass du hier Prioritäten setzt und versuchst auch mehr für die kleinen Dinge im Leben dir Zeit zu nehmen und diese zu priorisieren, weil du erkennst, dass das nichts mehr bringt, wie du bis jetzt vorgegangen bist. Das hat dir schon auch Angst gemacht oder du fühlst dich einfach nicht sicher und ängstlich, dass du hier wie auch unabhängig sein möchtest. Vielleicht warst du ein bisschen hier abhängig von jemandem und von etwas. Aber ich sehe eben, der Mond war hier schon versteckte Energie, aber das war im Unterbewusstsein. Deshalb der Vollmond, er zeigt jetzt deine Sehnsüchte auch und das, was du verdrängt hast. Und ich sehe, du möchtest hier wirklich einen stabilen Boden unter den Füßen und versuchst hier Schritt für Schritt auf dein Ziel zuzugehen. Und auch wenn das ein bisschen Überwindung kostet, du wirst das schon meistern, weil du bereits, wo du bis jetzt warst, weil du bereits erkannt hast, dass du so nicht mehr weitergehen möchtest. Also, und hier habe ich noch die Liebesorakel, lieber Skorpion. Welche Botschaften kommen für den Skorpion rein? Oder welche Botschaft? Das kann ja auch nur eine Karte sein. Was wollen dir die Liebesorakel oder das Liebesorakel? Axt. Breakup, ja, also Schluss haben, Separation, auf Distanz sozusagen, Stop the Pattern. Also hier geht es um ein Verhaltensmuster aufzulösen. Silent Treatment, dass du hier im Stillen, ja, es kann sein, dass du für dich eben hier versucht hast, das Ganze alleine zu überwältigen mit den 9 der Münzen, weil du vielleicht hier eben Sorgen gemacht hast, dass du abhängig von jemandem bist und du gerne am liebsten das gerne alleine alles hättest.
Aber ich sehe, dass du hier vielleicht auch deine Sehnsüchte, deine Gefühle unterdrückt hast. Und zum Vollmond zeigt sich aber das eben mega stark. Vielleicht spürst du das schon. Aber die Energie oder die Situation wendet sich zum Guten und du wirst hier wirklich erkennen, was dir wirklich wichtig im Leben ist. Okay, danke lieber Skorpion und bis bald.